Die nächste Kategorie hat sich die Jury selbst ausgedacht. Man merkt es vielleicht auch am Namen. Die konsequentesten OER-Förderer und Wegbereiter. Und es war eine Kategorie, in der es nicht wenig Diskussionen und nicht wenig Kandidaten gab, die diesen Preis bekommen könnten. Ich bitte die zwei Laudatorinnen auf die Bühne, die uns erzählen werden, wer das ist. Das sind Saskia Esken und Sandra Schön. Ja, hallo, guten Abend. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein. Wir freuen uns sehr, den OER Award in der Kategorie die konsequentesten OER-Förderer und Wegbereiter zu verleihen. Sandra öffnet den Umschlag, denn wir haben keine mehreren Nominierten, sondern vergeben direkt den Preis. Der OER Award geht an die Bundeszentrale für politische Bildung. Finn Schmalfeld, wir bitten dich auf die Bühne. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat einen klaren Auftrag. Durch verschiedenste Maßnahmen und Materialien fördert sie das Verständnis für politische Sachverhalte, festigt das demokratische Bewusstsein und stärkt die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit. Genau, wie wertvoll dieser Auftrag ist für die Politik und vor allem für unsere Gesellschaft und wie dringend notwendig, das wird uns in den letzten Monaten mit dem offensichtlichen Auseinanderdriften unserer Gesellschaft in der Flüchtlingsfrage wieder einmal sehr bewusst. Es tut sich eine erschreckende Kluft auf zwischen der Politik und den Medien auf der einen und den Teilen der Bevölkerung auf der anderen Seite. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat dabei den Anspruch an sich selbst, mit ihren Aktivitäten und Informationen so weit wie möglich in die Breite zu wirken. Dafür setzt die Bundeszentrale auf Materialien, die medial niederschwellig sind und zielgruppengerecht, und auch die technischen und rechtlichen Hürden gestaltet sie bewusst so niedrig wie möglich. Lieber Tim Schmalfeld, die Bundeszentrale hat sehr früh erkannt, dass ihre Arbeit so die größtmögliche Strahlkraft hat. Schon seit Jahren wird in den Abteilungen der Bundeszentrale mit Creative Commons Lizenzen gearbeitet. Allen voran im Fachbereich Multimedia. Freier Zugang und freie Inhalte, das ist hier Standard und kein Versuchsfeld. Natürlich geht es dabei um mehr als nur den einfachen Zugang. Es geht um Inhalte, um das Lehren und Lernen, und zwar aktiv. Die Materialien der Bundeszentrale sind daher ganz folgerichtig zum Bearbeiten, zum Verändern und zum Weitergeben. Den Konsumentinnen und Nutzerinnen wird die Möglichkeit gegeben, neue Ideen und Techniken so zu integrieren, also nicht nur teilzuhaben, sondern auch teilzugeben, ohne vorher riesige Schranken überwinden zu müssen. Die Bundeszentrale wird dafür heute zum konsequentesten OER-Förderer und als Vorbild zum OER-Wegbereiter ausgezeichnet. Die Bundeszentrale nutzt OER nicht nur selbst für die eigene Arbeit, sondern sammelt, systematisiert und verbreitet OER-Materialien. Das Projekt pb21.de, das Bildungsangebote zum Thema Web 2.0 in der Bildung machte, was auch etliche noch kennen wahrscheinlich, und das Folgeschwesterprojekt Werkstatt pbb.de setzten und setzen auf freie Lizenzen. Folgeschwesterprojekt. Und innerhalb dieses Projekts wird sich aktiv mit OER auseinandergesetzt. Im deutschsprachigen Raum war die Bundeszentrale damit eine der allerersten Anlaufstellen. Auch als Unterstützer für Veranstaltungen wie die OER-Konferenzen zeigt die Bundeszentrale, dass sie ihren klaren Auftrag wahrnimmt: Verständnis für politische Sachverhalte und das Stärken von politischer Mitarbeit. OER sind aber Mittel zum Ziel und das Ziel selbst. Vielen Dank, Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.